Kaboom. Great Scott, check these out. Ah, bitteschön. So, was hast du? Hast du da? Er hat einen Kochtopf, das ist schon mal gut. Ich glaube, den Messbecher wird er nicht haben, oder? So ein Messbecher. Er hat einen Messbecher, geil. Danke, tschüss. Er hat einen Messbecher, Leute. Kochtopf müsste man auch bauen können. Naja, gut. Die paar Euronen. Oh, ich habe noch keinen Honig gefuttert. Jetzt aber schnell, du. 4,3%. Bei 5 ist Schluss. Du brauchst 3? Nee. Lüg nicht. Scheiße, ich brauche echt 3. Ah, die können wir ja bauen, hast du gesagt. Kann man bauen. Hallo, hallo. So. Die Frage ist, können wir ihn bauen? Eisen und Lehm. Also, haben wir das Rezept? Und dafür... Eine falsche Werkbank. Wo baut man das denn? Oh, ich muss dringend das Ding noch. Himmel. Medizin. Honig. Schluck, du Luder. Wo bauen wir das denn? Wahrscheinlich bei der Schmiede, oder? Kann man das bei der Schmiede bauen? Kannst du einen Kochtopf? Du kannst einen Kochtopf. Okay, 2 Kochtöpfe. Alles kein Thema. Wir haben's ja. Moped fahren bei 4,3%. Ja. Ich fang... Promille sind mir zu langweilig. So, jetzt aber. Chemie. Chemie, Chemie, Chemie. 30 Eisenrohre. Ach, Herr Jemine. Schon. Hast du echt einen Arsch offen, du. Wie viele Eisenrohre habe ich denn? Habe ich noch welche da? Nee. 30. Gut, das dauert jetzt 5 Minuten. Das kriegen wir vor Hordenbeginn nicht mehr hin. Macht aber nichts. So, wir schnappen uns sämtliche Muni. Ja, die brauche ich nicht. Oh, der macht eigentlich richtig krass Schaden, der Repetierer, ne? Aber der wird wahrscheinlich... Der wird wahrscheinlich langsam im Nachladen sein, vermute ich mal. Ja. Bei geht sogar. Geht sogar. Ja, nehmen wir mal mit. Es schadet sicherlich nicht. So. Das geht wieder zurück. Das auch erstmal. Fortbites nehmen wir mit. Wir haben noch ein paar Sekündchen, ne? Alles wird gut. Ja, können wir so machen, oder? Dann wackeln wir zur Hordebasis. Die 5 Meter. Achso, warte. Full HP wären schon ganz cool. Und hier haben wir uns den Smoothie einmal noch schnell rein. So, Medizin. Manchmal mit dem, ist günstiger. So. Gut. Hallo Hordebasis. Hallo Bombardin. Wie geht's Hordebasis? Auch gut. Also noch ein Eckchen haben wir noch nicht gemacht. Komm, das kriegen wir noch hin, oder? So, machen wir noch schnell Reparatur und dann... Und dann aber Flotti Karotti nach oben. In Sicherheit. Ach, jetzt habe ich...
Ja, nee, keine Reparatur. Ich hab's vergessen. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hätte die Ressourcen auch mitnehmen sollen. Das können wir. Wird schon nicht gleich an der Stelle alles kaputt gehen, oder? Himmel, Herrgott. Gut, hier sicherheitshalber zu. Man weiß ja nie. Und dann können wir warten. Let's go. Immer her. Oh, ich lasse immer die Animation nicht komplett durch, ne? So, jetzt. Guck mal, da kommen sie schon. Na komm, den klopfst du jetzt aber runter, oder? Mir gefällt gerade nicht so, dass sie... ...dass sie zum Teil hier drauf kloppen. Nee, der Winkel ist nicht besser, wenn ich mich hinklie. Geh weg mit deinem Arsch. Das ist ja ekelhaft. Haha, Britzel, Britzel.
Deswegen habe ich hier oben übrigens auch, ne? Oh, in den Sack. Flop. Oh. War die so klein? Oh, Konfetti ist gut, dann weiß ich sofort, wenn jemand stirbt. Konfetti! Woo. Jetzt gibt's die EP-Spritze. Jetzt kommen natürlich keine Zombies, ist ja logisch, ne? Warum sollten sie? Schön, wie sie fliegen. Aber warte mal, das müssen wir noch ausprobieren, ne? Das haben wir noch gar nicht gehört. Ah doch, ich glaube, das haben wir schon gehört, oder? Warte mal, die Armbrust? Piu! Warte mal, kann ich das mal kurz ummodden? Sniperwaffe gefällt mir. Oh, der hängt ja perfekt da drauf, oder?
gleich schon wieder vorbei, ne? So. Gehen wir mal aufräumen. Heia! So. Also ihr habt es gesehen, Basis funktioniert immer noch. Basis ist immer noch. Das hier gefällt mir aber nicht. Sind da welche in der Basis jetzt drin? Ist das jetzt ein Wanderhoden oder gehören die noch zur Hordenacht? Hi. Aber ich glaube, es sind ein paar Leute hier drinnen gespawnt. Aber wirklich angerichtet haben sie jetzt nicht viel. So. Taktisches Sturmgewehr haben wir freigeschaltet. Das ist ja cool. Das ist ja besser als die AK dann wahrscheinlich, ne? Ich habe die Basis auch nicht in Stücke geschossen, das ist richtig. Insgesamt eine sehr erfolgreiche Hordenacht mal wieder. Also ich bin sehr zufrieden. Übrigens, hier haben wir Eisen, ne? Das habe ich extra. Deswegen habe ich den Spot gewählt. Also ich glaube, es sind ein paar wenige tatsächlich in der Basis gespawnt. Aber ansonsten... Ey, das Ding hat gehalten wie sonst was, ne? Also wenn man... Oh, das ist aber sogar... Opla, das wollte ich jetzt gar nicht. Na gut, aber ist auch okay. Lief gut, oder? Also ich bin zufrieden. Und hier haben wir halt jetzt ein paar Fenster bekommen. Das ist auch toll. Machen wir natürlich zu wieder, aber... Fürs Erste... Fantastisch. Ich bin zufrieden. Hat alles so geklappt, wie ich es mir wieder mal erhofft hatte. Oh, hier haben wir noch. Mal kurz gucken, wie sieht's denn aus mit unseren Skills? Ja, ein Meter weg. Ich dachte, es wäre weit genug, aber jetzt nochmal die Basis bauen, habe ich jetzt eigentlich auch keine Lust mehr, du. Mal gucken, ob wir das noch machen irgendwann. Bei 70 kriegen wir das Auto. Und die Chemiestation, ja, die haben wir ja, ne? So. Gut, aber... Die Chemiestation gibt's dann... beim nächsten Mal. Ich werde sie jetzt noch einen Auftrag geben. Aber ansonsten mache ich jetzt Ende für heute. Also vielleicht gebe ich sie noch einen Auftrag. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, uns fehlt schon wieder was, ne? Ja, warum auch immer fehlt uns jetzt geschmiedetes Eisen.
9 Stück. Ah, das ist ja schnell gemacht. 30 Sekunden. Die kriegt er noch. Die Zeit nehmen wir uns noch kurz. So. Dauert eh 13 Minuten. So. Und hier haben wir jetzt normales Wasser. Das ist auch sehr geil. So. Aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön an die YouTube-Zuschauer, sofern sie das Video liken und kommentieren. Nee, auch so danke fürs Zuschauen. Dankeschön fürs Abstimmen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns da wieder in der nächsten Runde. Mit neuen wilden Schandtaten. Macht's gut. Bye, bye.